Also ich glaube, es ist ja heute mit den technischen Möglichkeiten für jeden möglich, etwas herzustellen, was perfekt aussieht. Darum geht es aber deswegen eben nicht mehr. Vor 10 Jahren war es immer noch, oh doll, was man machen kann. Heute kann man extrem viel mehr machen als vor 10 Jahren. Aber die Ideen müssen halt noch mindestens genauso gut sein, weil man kann jeden Krams filmen und alles sieht irgendwie doll aus, ist ja wie in der Fotografie. Das heißt, die Ideen müssen auf den Punkt sein und das sehen wir hier als Jury bei dem 99 Fire Film Festival jedes Jahr aufs Neue. Dass es manche Sachen gibt, die sehen großartig aus, aber die Idee ist nicht konsequent durchgezogen oder sie ist nicht wirklich gut, sondern nur im Ansatz gut. Das muss einfach perfekt sein. Ja, ich finde es großartig, dass sich das vom 99 Fire Film Festival vor, ich weiß gar nicht, ich glaube, war vor 4 Jahren das erste Mal dabei, jetzt heute wirklich dazu entwickelt hat, dass nicht nur junge, alte Menschen, jeder Laie kann einen Film herschicken und man kann sich das angucken, sondern dass wir die Chance haben, jetzt hier durch diese großartige Weiterentwicklung wirklich junge Talente zu fördern, dass Menschen die Chance haben, und ich glaube, das ist schon immer die halbe Miete, dass Gleichinteressierte zusammenkommen.